Herzlich willkommen zu einer neuen und spannenden Gaming-Doku hier auf Spielewelten. Nachdem ich mir bereits den Sega Saturn genauer angeschaut hatte, wird es Zeit, sich mit dem Nachfolger des Saturn und damit auch Segas letzter Konsole zu beschäftigen, der Sega Dreamcast. Die Dreamcast erschien 1998, zu einer Zeit, als sich Segas Konkurrenten noch inmitten der fünften Konsolengeneration befanden und das N64 sowie die PlayStation an den Endverbraucher bringen wollten. Zwar war Sega seinerzeit ebenfalls mit dem Saturn im Rennen, aber da die 32-Bit-Konsole sowohl von Nintendo als auch von Sony meilenweit überholt wurde, startete Sega die neue Generation als Vorreiter und begeisterte mit der Dreamcast. Leider hielt die Begeisterung aber nicht lange an, denn bereits 2001 stellte Sega die Produktion der Dreamcast ein und zog sich zudem ganz aus dem Hardware-Geschäft zurück. Was war passiert? Wieso floppte die Dreamcast mit ihren knapp 9 Millionen verkauften Einheiten? Und warum traf Sega die schwerwiegende Entscheidung, keine Konsolen mehr zu produzieren? All diese Fragen und noch vieles mehr erfahrt ihr in diesem Video. Lasst uns loslegen! Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Dreamcast war Sega bereits 18 Jahre im Konsolengeschäft und hatte sowohl Höhen als auch Tiefen erlebt. Daher ist es notwendig, dass wir uns zuerst vor Augen führen, in welcher Situation sich das Unternehmen Mitte der 90er befand, damit wir den vollen Umfang des Niedergangs der Dreamcast nachvollziehen können. Verlassen wir also das Release-Jahr der Dreamcast und blicken 10 Jahre zurück. 1988 veröffentlichte Sega das Mega Drive und startete damit die vierte Konsolengeneration. Als Konkurrenzprodukt zur PC Engine von NEC und ab 1990 zum Super Famicom erzielte das Mega Drive in Japan moderaten Erfolg, startete aber ein Jahr später in den USA als Sega Genesis so richtig durch, bevor es 1990 bei uns in Europa erschien. Unter Tom Kalinske konnte sich das Mega Drive bzw. Genesis stolze 30,75 Millionen Mal verkaufen und sollte zudem die erfolgreichste Sega-Konsole aller Zeiten bleiben. 1994 erschien dann der Sega Saturn als direkter Nachfolger des Mega Drive, wobei sich Sega damals ein paar gravierende Patzer mit ihrer Veröffentlichungspolitik erlaubte, die dem Saturn und später auch der Dreamcast massiv schaden sollten. So erschien der Saturn in einem wirren Umfeld, wo das System mit eigenen Produkten wie dem 32X und dem Sega CD konkurrierte, die Sega of Japan in Auftrag gab, um die Wartezeit auf den Saturn zu überbrücken. Aber auf diese möchte ich gar nicht so detailliert eingehen, da ich es bereits in meinem Saturn-Video getan habe. Der Sega Saturn war ein absolutes Gegenstück zum Mega Drive. In Japan kam die 32-Bit-Konsole sehr gut an, trotz des hohen Verkaufspreises und der komplizierten Architektur, die es Entwicklern erschwerte, gute Spiele zu entwickeln. Im Westen, vor allem in den USA, Segas bis dahin stärkste Markt, sah die Lage aber ganz anders aus. Hier floppte der Saturn kolossal, nachdem er in einer Übernachtaktion ganze 4 Monate vor dem offiziellen Termin veröffentlicht wurde und sowohl Händler als auch Käufer und Entwickler vor den Kopf traf. All das führte dazu, dass der Saturn im Westen nach nur 24 Monaten fallen gelassen wurde. Es erschienen ab 1997 kaum noch Titel für die Konsole und als der damalige CEO von Sega of America, Bernie Stolar, auf der E3 97 verkündete, dass der Saturn nicht Segas Zukunft sei, war das Schicksal der 32-Bit-Konsole besiegelt. All diese Umstände, die gefloppte Add-on-Hardware für das Mega Drive, die wirre Firmen- und Veröffentlichungspolitik sowie das Saturn-Desaster in der westlichen Welt hatten zur Folge, dass Missgunst bei den Sega-Fans heranwuchs. Sega verzeichnete einen enormen Vertrauensverlust auf Seiten der Kunden sowie vieler Entwickler und musste zusehen, wie beide Lager zu Sony wechselten und dort erfolgreich für PlayStation entwickelten und mit dem System sehr viel mehr Spaß hatten. Gelinde gesagt sah es Mitte der 90er überhaupt nicht gut aus für Sega. Die Saturn-Verkäufe brachen ein und verursachten enormen finanziellen Schaden, von dem sich Sega nicht erholen sollte. In aller Ausführlichkeit über diese brisante Situation habe ich in meinem Video zum Aufstieg und Fall des Sega Saturn gesprochen. Wer die Doku noch nicht kennt, darf gerne reinschauen. Verweilen wir aber noch kurz im Jahr 95, denn während sich Sega of America auf den US-Launch des Saturn vorbereitete, dachte man in Japan bereits eifrig an die Zukunft und hantierte mit Plänen zu einem Saturn II. Lockheed Martin, ein Unternehmen, das Sega bei der Grafik der Arcadeboards von Segas Model 1 und Model 2 Hardware unterstützte, war für das Saturn-Projekt verantwortlich und sollte sich vorrangig auf die Grafikleistung fokussieren.
Zu dieser Zeit arbeitete Lockheed Martin an ihrer Real 3D-Serie von Chipsätzen für Windows-basierte PCs und es wurde gemunkelt, dass der Saturn II den R3D-Chipsatz als Basis für seinen Grafikprozessor verwenden würde. Gegen Ende des Jahres kamen jedoch Zweifel auf, da Sega zunehmend unzufriedener mit der Arbeit von Lockheed Martin wurde, die gleichzeitig an dem Sega Model 3 Arcade Board arbeiteten. Das Model 3, das ursprünglich Ende 95 auf den Markt kommen sollte, verschob sich auf Mitte 96, was dazu führte, dass Sega vorübergehend seinen Wettbewerbsvorteil in den Spielhallen verlor, was das fast zum Überlaufen brachte. Trotz mehrerer Entwürfe, die Lockheed Martin Sega im Laufe des Jahres 96 präsentierte, platzte der Saturn II Deal. Noch im selben Jahr ging Sega eine Partnerschaft mit dem Grafikhersteller Nvidia ein, dessen erste Grafikkarte, die NV1, auf Sega Saturn Hardware basierte. Es war sogar möglich, einen Saturn-Controller über ein zweites Board anzuschließen. Nvidia hatte jedoch sichtlich Mühe, Sega davon zu überzeugen, dass die Weiterentwicklung ihrer NV1-Technologie der Schlüssel zum Erfolg bei einem Nachfolger war. Schlechte Verkaufszahlen der NV1-Grafikkarte bestätigten Sega darin, den Deal mit Nvidia nicht länger aufrechtzuerhalten. Somit scheiterte auch Segas zweiter Versuch und die Suche nach einem neuen Partner ging 96 von vorne los. Glücklicherweise tanzte Sega Anfang 96 auf drei unterschiedlichen Hochzeiten und als für den Konzern absehbar wurde, dass die Deals mit Lockheed Martin und Nvidia nicht fruchten würden, setzte man sich mit Matsushita zusammen. Matsushita, damals der Mutterkonzern von Panasonic, besaß 96 die vielversprechende M2-Hardware, die sie einem aufstrebenden Trip Hopkins abgekauft hatten, als sein 3DO-Nachfolger nicht realisierbar schien. Die leistungsstarke M2-Hardware sollte für Matsushita in Arcade-Hallen zum Einsatz kommen, bevor Sega anklopfte und Interesse daran bekundete. Der Plan war klar, in den Arcade-Hallen sollten Sega-exklusive Spiele auf der M2-Hardware laufen und eine angepasste Fassung davon sollte als Heimkonsole die Wohnzimmer der Gamer erobern. So bestellte sich Sega Anfang 96 einige Dev-Kits in die eigenen vier Räumlichkeiten, aber eine unerwartet schlechte Performance des M2-Dev-Kits und einige Zusammenstöße von unterschiedlichen Persönlichkeiten während der gemeinsamen Gespräche führten dazu, dass Sega den Deal platzen ließ und sich von Matsushita distanzierte. Als Details einer etwaigen Zusammenarbeit an die Presse drangen, sagte Sega offiziell nur, dass man sich über die neue DVD-Technologie ausgetauscht hatte. Versuch Nummer 3 war damit auch gescheitert, einen Saturn II-Nachfolger auf den Weg zu bringen. Die mangelhafte Performance des Sega Saturn im Westen zwang Sega jedoch dazu, weiter die Fühler auszustrecken. In der zweiten Jahreshälfte 96 eröffnete sich dann eine weitere Möglichkeit, denn mit dem neu veröffentlichten N64 schrumpfte Segas Marktanteil im Westen noch schneller, als den Japanern lieb war. Gleichzeitig entwickelte sich aber der PC-Markt rasant weiter mit den beiden Firmen 3DFX und Videologic an der Spitze. Um Nintendo die Stirn bieten zu können, ging Sega auf beide PC-Unternehmen zu und veranlasste, dass beide Firmen die Arbeiten an einem Saturn-Nachfolger aufnahmen. In Japan entstand bei Videologic ein Prototyp mit dem Codenamen Dural, angelehnt an einen Kämpfer aus Segas Virtua Fighter-Reihe, während 3DFX in den USA an Black Belt arbeiteten. Sega unterstützte beide Entwicklungen auf unterschiedliche Weisen. So entsandte Shuichiro Irimajiri den ehemaligen IBM-Ingenieur Tatsuo Yamamoto nach Amerika, um 3DFX bei der Entwicklung von Black Belt zu unterstützen. Als jedoch Segas Chef-Hardware-Designer Hideki Sato davon Wind bekam, schloss er sich mit seinem Team den Entwicklern bei Videologic an, um Dural voranzutreiben. Beide Teams folgten dabei denselben Trends und trafen unweigerlich ähnliche Entscheidungen, was zu dieser Zeit in der Gaming-Presse für große Verwirrung sorgte, als erste Details über einen Saturn-Nachfolger durchsickerten. Die erste offizielle Mitteilung betraf Projekt Dural. Als Hitachi mit der Information an die Öffentlichkeit trat, die CPU für die japanische Konsole herstellen zu wollen. Es stellte sich heraus, dass es sich um die Hitachi SH4 Prozessarchitektur mit dem Codenamen White Belt handelte, die in Verbindung mit den kommenden Grafikchips Power VR Series 2 von Videologic bei der Produktion ihrer Hauptplatine verwendet werden sollte. Westliche Medien sprachen daraufhin vom Black Belt Projekt und berichteten, dass man sich bei 3DFX für die Voodoo 2 und Voodoo Banshee Grafiktechnologie entschieden hatte. Sega kaufte Mitte 97 sogar einen Anteil von 16% an 3DFX, vermutlich als Zeichen der Verpflichtung gegenüber den Bemühungen des Unternehmens.
In der Zwischenzeit begannen Anfang 97 Gerüchte zu kursieren, dass die neue Konsole ein 6- oder 8-fach CD-ROM-Laufwerk und ein eingebautes Modem haben würde. Ungefähr zur gleichen Zeit munkelte man aber auch über DVD-Unterstützung bei der nächsten PlayStation, was ein CD-ROM-Laufwerk natürlich alt aussehen ließ. Was die Software und das Betriebssystem anging, suchte Sega zu dieser Zeit aktiv nach Partnerschaften und führte Gespräche mit Microsoft, wobei hier Details leider nicht bekannt sind. Irgendwann wurde der Black Belt einer begrenzten Anzahl von Entwicklern gezeigt und offenbar sehr gut aufgenommen. Details dieser westlichen 64-Bit-Maschine waren schwer zu bekommen, jedoch drang das vielleicht wichtigste Merkmal des Black Belt-Designs ans Tageslicht, sein Betriebssystem. Dieses war speziell darauf ausgelegt, die Spieleentwicklung für die Konsole zu vereinfachen, und da Segas Politik damals darauf abzielte, dass reine Rechenleistung nicht so wichtig war wie ein einfach zu entwickeltes Betriebssystem, eine der vielen Fallstricke beim Saturn, ihr erinnert euch, schien das der Weg in die richtige Richtung zu sein. Das System wurde entwickelt, um die schnelle Konvertierung von Spielen zum und vom PC zu unterstützen, was auch im Interesse Microsofts lag. Darüber hinaus wurde das Black Belt-Projekt von dem neu eingestellten COO von Sega of America, Bernie Stolar, unterstützt, der bereits versucht hatte, den angeschlagenen Sega Saturn im Westen einzustellen. Man erinnere sich nur einmal an sein berühmtes Statement auf der E3 97, als er sagte, "The Saturn is not our future." Ende 97 führte Sega potenziellen Entwicklern und Publishern erste Dev-Kits des in Japan entwickelten Dural-Prototypen vor, auf dem eine Demo-Version von Scud Race zu finden war. Diese lief sogar besser als das Original auf Segas Model 3 Arcade Hardware, was vor allem die japanische Führung des Konzerns beeindruckte, weshalb Dural immer mehr in den Fokus des Unternehmens rückte, obwohl Black Belt im Westen mehr Anklang fand. Die vorläufige Entscheidung, sich auf die Dural-Plattform zu priorisieren, nahm Ende 97 Gestalt an, als Sega Spieleentwickler darüber informierte, Computer mit Intel Pentium 2 und einer Taktrate von 200 MHz und Power-VR-Grafikkarten als Grundlage für ihre Neuentwicklungen zu nehmen. Anfang 98 wurde das Dural-Projekt dann öffentlich als Katana bekannt. Das geschah zu einer Zeit, als der Sega Saturn im Westen am Ende war. Electronic Arts stellte seinen Saturn-Support ein und viele westliche Versionen von japanischen Saturn-Spielen schienen zunehmend unwahrscheinlich. Eine neue Konsole wurde dringend benötigt und Sega of Europe sprach sogar von einem Release-Termin im Jahr 1999. Nachdem man sich für Yamamotos Dural-Projekt entschieden hatte, schlug Sega 3DFX vor, ihre Hardware in einer kommenden Konsole zu verwenden. Sie begründeten die Entscheidung mit einem, Zitat, Sinneswandel, der Sega veranlasste, Hideki Satos Power VR-basiertes Design zu verwenden. Es gibt bis heute widersprüchliche Berichte darüber, ob das Katana stärker war als der Black Belt oder umgekehrt. So behauptete Sonic Team und Dreamcast-Entwickler Yuji Naka, dass ein Port von Sonic Adventure auf dem PC unmöglich sei, weil die Voodoo-Karten von 3DFX deutlich leistungsschwächer waren als das, was in der Katana-Konsole steckte. Natürlich behauptete 3DFX das Gegenteil. Und obwohl der 3DFX als auch der PowerVR-Grafikchip in Bezug auf die Leistung eine deutliche Verbesserung gegenüber der Konkurrenz von Nintendo und Sony darstellten, stieß die Entscheidung, 3DFX aufzugeben, in Teilen der Gaming-Welt, insbesondere in den USA, auf Enttäuschung und in einigen Fällen auf Unmut. Insbesondere Electronic Arts war als langjähriger Sega-Partner über die Entscheidung verwirrt. Das Unternehmen hatte viel Geld in 3DFX investiert und konnte nicht nachvollziehen, warum sich Sega gegen Black Belt entschieden hatte. Dies, zusammen mit den schlechten Saturn-Verkäufen, könnte darauf zurückzuführen sein, warum EA sich weigerte, die Dreamcast zu unterstützen. 3DFX war natürlich ebenfalls nicht erfreut und glaubte, dass sie mit dem produzierten Grafikchip Segas Erwartungen in Bezug auf Größe, Leistung und Kosten nicht nur erfüllten, sondern in einigen Fällen sogar übertrafen. Die Entscheidung Segas gegen 3DFX könnte aber auch darauf zurückzuführen sein, dass 3DFX Details und technische Spezifikationen des damals geheimen Black Belt-Projekts preisgab, als die Firma im April 97 ihren Börsengang erklärte. Sega verabschiedete sich aus dem Deal zudem mit einem Ass im Ärmel, denn ihre Investition in 3DFX ermöglichte es ihnen, Anspruch auf die Technologie hinter dem Black Belt-Projekt zu erheben, um zu vermeiden, dass sie von Konkurrenten wie etwa Sony verwendet werden könnte.
Als Reaktion darauf reichte 3DFX im September eine Klage in Höhe von 155 Millionen US-Dollar gegen Sega und NEC bzw. Videologic ein und behauptete, sie seien in die Irre geführt worden, zu glauben, dass ihre Technologie verwendet werden würde, obwohl tatsächlich in den vergangenen Monaten ein Hinterzimmergeschäft zwischen den beiden japanischen Unternehmen geschlossen worden war. Sie behaupteten weiterhin, Sega habe 3DFX vertrauliches Material entzogen, was Sega natürlich bestritt. Die Klage wurde im August 98 beigelegt, wobei Sega außergerichtlich 10,5 Millionen Dollar an 3DFX zahlte. Anfang 1998 galt Project Katana als zukunftsweisend in der Videospielbranche und als Videologic mehr Einzelheiten zu ihrem kommenden Power VR Series 2 Grafikchip bekannt gab und mitteilte, dass die Herstellungskosten nur bei rund 99 Dollar lagen, gab es bei Fans kein Halten mehr, denn das technisch vergleichbare Sega Model 3 Arcade Board lag bei satten 6.000 Dollar. Es schien, als würde Microsoft zudem überhaupt keine Rolle mehr bei der Entwicklung der Konsole spielen. 1998 verkündete Sega jedoch ein weiteres Entwicklungstool mit dem Codenamen Dragon, das Entwicklern zur Verfügung stand. Eines, das auf Microsofts Windows CE-Technologie basierte. Ursprünglich dachte man bei Sega und Microsoft, Katana könnte die Lücke zwischen Heim-PCs und Videospielkonsolen schließen. Windows CE sollte Entwickler von Windows-Spielen anziehen und eine weniger einschüchternde Entwicklungsumgebung für diejenigen bieten, die zuvor nicht an Konsolen gearbeitet hatten. Dafür hatten Sega und Microsoft 2 Jahre lang an der Verfeinerung der Dreamcast-Version von Windows CE gearbeitet. Sonderlich oft genutzt sollte das System aber nicht werden, wie die Zukunft zeigen sollte. Im Vergleich zum nativen Betriebssystem der Dreamcast bot Windows CE nur sehr begrenzten Spielraum. Zahlreiche Sega-Führungskräfte waren der Meinung, dass das native System schneller und leistungsfähiger sei, aber der Deal trug dazu bei, dass Microsoft ein Maß an Wissen in der Entwicklung für Konsolen erlangte, was ihnen bald mit der hauseigenen Xbox helfen sollte. Und da war ja noch das Problem mit EA, die sich nach dem 3DFX-Debakel und dem Saturn-Flop weigerten, ihre Spiele für Katana zu entwickeln. Zwar gab es Gespräche zwischen EAs CEO Larry Probst und Segas Bernie Stolar, die sogar befreundet waren, aber Electronic Arts forderte zu viele Zugeständnisse, die Sega nicht erfüllen wollte. Ganz im Gegenteil. Um den Abgang von EA entgegenzuwirken, kaufte Sega für 10 Millionen US-Dollar das Entwicklerstudio Visual Concepts, um exklusive Sportspiele für ihre Konsole zu entwickeln. Und das sich in Entwicklung befindliche NFL 2K machte einen äußerst vielversprechenden Eindruck. In der ersten Hälfte des Jahres 98 wurden mehrere Details über das Katana-Projekt und einen ähnlichen Sega Model 3 Arcade-Nachfolger, das Naomi Board, bekannt. Katana sollte neben der bereits bekannten und durchaus potenten Hardware 4 Controller-Ports und ein eingebautes Modem bieten, was es Käufern erlauben sollte, mit der Konsole online zu spielen. Zudem gab Sega Details zum Speichermedium bekannt. Anders als ursprünglich geplant, sollten Spiele nicht auf CDs erscheinen. DVDs wurden entgegen der Erwartung aber ebenfalls nicht genutzt. Vielmehr arbeitete Sega mit Yamaha zusammen an einem sogenannten GD-ROM-Format, das 40% mehr Speicherkapazität bot als herkömmliche CDs. Zudem waren die 1 GB großen GD-ROMs in der Herstellung weitaus günstiger als das neu aufkommende DVD-Format, was es Sega weiterhin ermöglichte, am versprochenen Verkaufspreis von 199 Dollar festzuhalten. In der Zwischenzeit wurde der Start in den USA langsam aber sicher verschoben. Zuerst sollte Katana an Weihnachten 98 in den USA erscheinen. Dann wurde März 99 verkündet und wenig später April 99, bevor die Konsole schließlich auf September 99 verschoben wurde. Bernie Stolar hatte jedoch große Ambitionen. Er plante eine 100 Millionen Dollar Marketingkampagne für 99 und äußerte Pläne, 50% des nordamerikanischen Videospielmarktes sowohl zu sichern als auch zu übertreffen und damit Segas verspielte Marktanteile zurückzuholen. Bis zum Frühjahr 98 wurden DevKits an ausgewählte Entwickler verschickt, wobei die Hardware hochgelobt wurde. Viele Publisher meldeten sich zu dieser Zeit mit großem Interesse an der Konsole, darunter überraschenderweise auch Electronic Arts, die zu diesem Zeitpunkt doch Pläne hatten, Spiele für das System zu bringen.
Am 21. Mai 1998 wurde Katana als Sega Dreamcast zum ersten Mal der Welt bei einer Pressekonferenz der Sega New Challenge Conference gezeigt. Die Absicht war, das System im November 1998 in Japan zu veröffentlichen. Dreamcast als Konsolenname wurde aus einem Pool von 5000 Ideen ausgewählt, die vom Marketingunternehmen Interbrand gesammelt wurden. Segas Taktik für den japanischen Markt war ungewöhnlich. Die Dreamcast sollte parallel zum Saturn laufen und hauptsächlich 3D-Titel bieten, während Spiele mit 2D-Grafik weiterhin auf Saturn vertrieben werden sollten. Diese Taktik stieß aber auf Gegenwehr, da viele japanische Entwickler die frühe Dreamcast-Ankündigung bzw. Veröffentlichung als unnötig ansahen, eben weil sich der Saturn in Japan noch sehr gut verkaufte. Im Westen wurde die neue Konsole dagegen mit sehr viel Euphorie aufgenommen. Durch die gesamte Veranstaltung führte der Präsident von Sega, Shoichiro Irimajiri, der die Fähigkeiten der Konsole und ihr endgültiges Design sowie das Erscheinungsdatum in Japan im November 1998 skizzierte. Ein Großteil der Präsentation drehte sich um Hardware mit Vertretern von NEC, Videologic, Yamaha und Hitachi, die allesamt Details auf der Bühne preisgaben. Auch Bill Gates von Microsoft wandte sich mit einer vorab aufgezeichneten Botschaft über Windows CE an das Publikum. Und die Hardware konnte sich im Vergleich zur Konkurrenz wahrlich sehen lassen. Weder das N64 noch die PlayStation konnten so eine Grafik auf den Bildschirm zaubern, wie Sega diese der Presse vorführte. Möglich wurde das alles mit Hilfe der bekannten SH4-CPU von Hitachi, die mit einer Taktrate von 200 MHz lief und laut Sega vergleichbar mit einem 1 GHz Pentium 3 Prozessor war. Als Hauptspeicher waren 16 MB SD-RAM verbaut, während als GPU der ebenfalls im Vorfeld bekannte PowerVR2-Chip von NEC werkelte und 100 Megapixel pro Sekunde darstellen konnte. 8 Mbit Grafikspeicher ermöglichte die Darstellung von 5 bis 7 Millionen Polygonen, was Ende 98 einfach sensationell war und in einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln auch fantastisch aussah. Spiele wurden, wie bereits bekannt, auf den 1 GB großen GD-ROMs ausgeliefert, die von Yamaha produziert wurden. Yamaha lieferte zudem den Soundchip der Dreamcast, der mit 64 Kanälen glasklaren Stereo-Sound ausgeben konnte. Nimmt man noch das mitgelieferte Modem hinzu, bewegte sich Sega 98 auf einem extrem hohen Niveau und war nach eigener Aussage mit der Dreamcast mehr als zukunftsfähig, auch wenn die damals aufkeimende DVD-Technologie aus Kostengründen links liegen gelassen wurde. Ein fataler Fehler, wie die Zukunft zeigen sollte. Neben der Konsole wurden auch der Controller und das Speichermedium präsentiert. So orientierte sich der Dreamcast-Controller stark an dem 3D-Controller-Pad des Sega Saturn, das seinerzeit mit Nights into Dreams angeboten wurde. Ein Analogstick saß links oberhalb des D-Pads, während rechts 4 Face-Buttons zu finden waren. Zudem durften oberhalb 2 analoge Schultertasten bedient werden. Das Controllerkabel hing unkonventionell an der Unterseite des Controllers raus und konnte oberhalb eingespannt werden. Angelehnt an den N64-Controller besaß das neue Steuerungselement der Dreamcast 2 Ports für weitere Peripheriegeräte wie eine Memory Card oder ein Rumble Pack. Die Memory Card wurde VMU, Visual Memory Unit, genannt und bot selbst ein Display, ein D-Pad und Face-Buttons. Neben der Möglichkeit, seine Spielestände auf der VMU zu speichern, konnten auch kleinere Minispiele auf der Speicherkarte gespielt werden, Speicherdaten übertragen und wichtige Informationen auf dem kleinen Display angezeigt werden. Das wohl bekannteste Feature der VMU steht in Verbindung mit Sonic Adventure, wo man den Schaugarten auf der VMU managen konnte. Abgesehen von dem praktischen Zweck des Speicherns zeigte sich bereits hier, wie innovativ die Dreamcast von Sega war. Was Spiele angeht, bekam die Presse, abgesehen von kurzen Einblicken in Sonic Adventure und Virtua Striker 2, nur Tech-Demos zu sehen, darunter Erizan und Tower of Babel. Die Sega New Challenge Conference war jedoch nur der Beginn einer großen Marketing-Offensive im Jahr 98, denn die Dreamcast sollte der Öffentlichkeit noch auf 5 anderen Events präsentiert werden, bevor sie am 27. November desselben Jahres in Japan an den Start gehen sollte. Nur 6 Tage nach der Sega New Challenge Conference fand die E3 in den USA statt und obwohl die Konsole nicht auf der Bühne Segas zu sehen war, präsentierte Bernie Stolar die Konsole in knalligem Rot mitsamt gleichfarbigem Controller und VMU. Der CEO von Sega of America bestätigte 99 das Launchfenster für den Westen und versprach 20 bis 30 Spiele zum Start. Leider wurde kein einziges davon auf der E3 gezeigt. Auf der Spielemesse konzentrierte sich Sega auf den Sega Saturn, der zu dem Zeitpunkt leider niemanden mehr interessierte.
Vielmehr war es Microsoft, die die Konsole Anfang Juli auf ihrer hauseigenen Windows World Expo in Tokio im Gepäck hatten. Der US-Konzern sprach auf der vier Tage andauernden Expo unter anderem über die angepasste Windows CE-Fassung, die für die Konsole programmiert wurde. Besucher konnten die Dreamcast zum ersten Mal selbst in die Hand nehmen und auch starten, auch wenn diese nicht an einen Fernseher oder Monitor angeschlossen war. Die ersten richtigen Gameplay-Szenen gab es auf der Sonic Adventure Conference, die am 22. August 1998 in Japan stattfand und ganz im Zeichen des Blauen Eagles abgehalten wurde. Neben ersten Eindrücken vom Spiel sollte das Gezeigte verdeutlichen, zu welchen Leistungen die Dreamcast imstande war. Richtig interessant wurde es für Sega-Fans, als am 6. Oktober die zweite Sega New Challenge Conference abgehalten wurde und ganz im Zeichen der finalen Details und Spiele stand. So wurden neben Zubehör wie einem Arcade-Stick, einem Keyboard oder einem Lenkrad auch 11 Spiele vorgestellt, darunter Highlights wie Biohazard Veronica, Grandia 2, Power Stone oder Sonic Adventure. Die grafische Darstellung der Spiele beeindruckte Fans und Presse. Der Launch stand bevor und Sega hatte es geschafft, die Spielerschaft ordentlich zu hypen. Im Westen sogar mehr als noch im eigenen Land. Das letzte große Event vor dem Start der Konsole fand zwischen dem 9. und 11. Oktober in Japan statt, die Tokyo Game Show 98. Fast 160.000 Besucher durften sich von den Qualitäten der Dreamcast überzeugen, als Sega 19 Titel zur Schau stellte, darunter heiß erwartete Spiele wie Blue Stinger, Sega Rally 2 und Virtua Fighter 3TB. Etwas mehr als einen Monat später war es dann endlich soweit und die lang erwartete Next-Gen-Konsole startete am 27. November in Japan und Sega war vorbereitet. Das Marketingbudget von Sega für den Launch der Dreamcast war dreimal so hoch wie das für den Saturn. Aber es sollte dennoch nicht so glatt laufen, wie Sega es sich erhofft hatte. Im Sommer 98 stellte sich heraus, dass NEC Schwierigkeiten hatte, PowerVR2-Grafikchips herzustellen. Sega hatte ursprünglich beabsichtigt, 500.000 Konsolen zum Start zu liefern, aber die Prognosen zeichneten ein anderes Bild. Nur etwa 100.000 Einheiten konnten rechtzeitig für den Launch im November hergestellt werden. Sega eröffnete die Vorbestellungen für die Konsole am 20. Oktober und sammelte am ersten Tag bereits 50.000 Reservierungen. Jedoch war Präsident Shiotiro Irimajiri aufgrund der erwarteten Knappheit gezwungen, die Vorbestellungen bereits am 22. Oktober wieder einzustellen. NEC sprach von Schwierigkeiten bei der Halbleiterprozessortechnologie, wobei Gerüchte aufkamen und davon sprachen, dass ein Drittel der Chips bei der Herstellung Defekte aufwies und aussortiert werden musste. Am Ende konnten Sega und NEC nur knapp 150.000 Dreamcast-Systeme für den Start bereitstellen. Davon waren 80.000 für Vorbesteller reserviert, der Rest verteilte sich auf 5.000 verschiedene Einzelhändler im ganzen Land, von denen die meisten am Tag der Markteinführung ausverkauft waren. Zum Japan-Start waren 4 Titel verfügbar: Juli, Pen Pen Thrill Salon, Virtua Fighter 3TB zusammen mit dem Dreamcast Arcade Stick und Godzilla Generations. Virtua Fighter war der meistverkaufte Launch-Titel, was niemanden überraschte, gemessen an der Popularität der Reihe in Japan. Die Vorgänger hatten damals den Sega Saturn nahezu allein getragen und auch Teil 3 enttäuschte in dieser Hinsicht nicht. Während Sega in finanzieller Hinsicht einen angemessenen Erfolg verzeichnete, entwickelte sich der japanische Start der Dreamcast aber zur Enttäuschung. Die überwiegende Mehrheit der Systeme und Spiele wurden Wochen und Monate im Voraus vorbestellt und der verwirrende Reservierungsprozess verärgerte einige Einzelhändler, die anschließend gezwungen waren, Kunden, die eben nicht im Vorfeld reserviert hatten, wegzuschicken. Darüber hinaus bedeutete ein Mangel an Lagerbeständen, dass das System effektiv ausverkauft war, bevor es überhaupt auf den Markt kam. Während der Weihnachtszeit 98 kam es wie erwartet zu Engpässen, als die Nachfrage das Angebot überstieg. Das lag daran, dass NEC nur etwa 30% der Konsolen produzieren konnte, was dazu führte, dass Segas anfängliche Prognose von 500.000 verkauften Einheiten in diesem Zeitraum effektiv halbiert wurde. Dazu gesellten sich Softwareverschiebungen, die das Dreamcast-Debakel in Japan nur noch verstärkten. Der ursprüngliche Plan Segas sah vor, nach dem Start über einen Zeitraum von 4 Wochen ein Spiel pro Woche zu veröffentlichen. Angefangen mit Blue Stinger am 3. Dezember, Geist Force am 10. Dezember, Sonic Adventure am 17. und mit Evolution, Incoming, Monaco Grand Prix und 7th Cross Evolution gleich 4 Titel am 23.12.
Die Hälfte dieser Titel wurde jedoch in letzter Minute verschoben, wobei Blue Stinger auf März 99 verschoben und Geist Force vollständig gecancelt wurde. Der geplante Starttitel Sega Rally 2 war ebenfalls betroffen und wurde auf den 14. Januar verschoben, während Sonic Adventure eine zweiwöchige Verzögerung auf den 23. Dezember verzeichnete. Biohazard Code Veronica, das ebenfalls früh geplant war, wurde auf Herbst 99 verschoben, was Fans und Neukäufer natürlich frustrierte. Gute Nachrichten nach Launch gab es aber dann doch noch. So lockte sich etwa jeder dritte Dreamcast-Käufer über den beiliegenden Dream Passport-Dienst ins Internet ein, was die Erwartungen Segas bei weitem übertraf. Zudem schaffte Sonic mit Sonic Adventure endlich den Sprung in die dritte Dimension, nachdem der Eagle auf dem Saturn viel zu kurz kam. Das Spiel wurde von Fans und Presse hervorragend aufgenommen und war das ganz große Highlight zum Weihnachtsgeschäft für Sega und alle Fans des Eagles. Was die reinen Absatzzahlen der Konsole anging, hatte sich Sega aber verrechnet. Der Konzern ging davon aus, dass die PlayStation 2 Ende 99 auf den Markt kommen würde. Ziel war es daher, innerhalb eines Jahres so viele Entwickler wie möglich zu gewinnen, um die Dreamcast an der Spitze der sechsten Konsolengeneration zu positionieren. Dieser Plan ging jedoch aufgrund der Lieferschwierigkeiten und der vielen Softwareverschiebungen nicht auf, was unter anderem dazu führte, dass Sega ihre prognostizierten Verkaufszahlen von 1 Million Konsolen bis März 99 nicht erreichte. Dem anhaltenden Trend folgend wurden Dreamcast-Veröffentlichungen in der ersten Hälfte des Jahres 99 dünn gestreut und als Sony im März 99 die PlayStation 2 offiziell vorstellte, brachen Software- und Hardwareverkäufe immer weiter ein. Anfang Juni hielt Sega die Sega New Challenge Conference 99 ab und senkte den Preis der Konsole auf 19.900 Yen. Daraufhin stiegen die Verkäufe in Japan um sagenhafte 10.000% und 65.000 Dreamcast-Konsolen wurden nur an 4 Tagen verkauft. Leider hielt dieser Trend nicht lange. Viele Japaner trauten Sega nicht mehr über den Weg und die vorgestellte PlayStation 2 sorgte dafür, dass viele ihr hart verdientes Geld zur Seite legten. Den Abwärtstrend in Japan konnten auch die 156 Spiele nichts entgegenbringen, die 99 in Japan veröffentlicht wurden. Angefangen mit Sega Rally 2 im Januar, folgte im selben Monat mit Evolution das erste Rollenspiel für die Konsole. Das Februar-Highlight war sicherlich Power Stone, während im März mit Marvel vs. Capcom der nächste Kampfspiel-Hit nach Virtua Fighter 3 anstand. Über das ganze Jahr verteilt erschienen weitere Hits wie Tokyo Extreme Racer, Soul Calibur oder Bungai-O, wobei der letzte große Kracher erst am 29. Dezember 99 veröffentlicht wurde. An diesem Tag erschien nämlich das lang erwartete Shenmue von Yu Suzuki und revolutionierte mit einem Schlag die Gaming-Branche. Nach Zelda Ocarina of Time, das Ende 98 für Furore sorgte, gab es kein anderes Spiel, das Fans und Presse so begeisterte wie das Open-World-Rollenspiel. Es war die bis dahin teuerste Videospielproduktion und setzte neue Maßstäbe in Bereichen wie Spielwelt, Interaktion und Storytelling. Sega versuchte mit der Spielebibliothek eine Balance zwischen phänomenalen Arcade-Umsetzungen und Neuentwicklungen zu schaffen, wobei der Dreamcast erneut nachgesagt wurde, dass ein Großteil der Spiele aus Arcade-Hallen stammte und nur portiert wurde. Verlassen wir aber nun den japanischen Markt und widmen uns dem Westen zu, denn 99 sollte die Dreamcast auch im Westen erscheinen. Bleibt daher unbedingt dran, wenn wir uns nach einer kurzen Werbeunterbrechung den Launch in den USA genauer anschauen. Ich hoffe, euch gefällt meine aktuelle Retrospektive zur Sega Dreamcast. Ich bin mal so frech und wollte die Gelegenheit nutzen, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Wenn euch mein Kanal, wenn euch die Arbeit dahinter und auch die ganzen Videos gefallen, so denkt gerne darüber nach, mich auch zu abonnieren. Denn wisst ihr, 70% meiner ganzen Zuschauer sind leider keine Abonnenten und das möchte ich in Zukunft ändern. Ich habe Großes vor mit diesem Kanal. Ich möchte in diesem Jahr unbedingt die 50.000 Abonnenten erreichen und das schaffe ich nur mit eurer Hilfe. Wenn ihr also meine Videos schaut und euch das gefällt, was ich hier so tue, dann liked und kommentiert weiterhin fleißig, das mag der Algorithmus, aber denkt wie gesagt gerne darüber nach, meinen Kanal auch zu abonnieren. Nur mit euch gemeinsam erreiche ich dieses Ziel und nur mit euch gemeinsam kann ich hier auch deutlich mehr auf die Beine stellen als das, was wir alle bereits schon geschafft haben. So, das war's von mir und jetzt geht's weiter im Text mit der zweiten Hälfte meiner großen Dreamcast-Retrospektive. Viel Spaß und bis bald!
Wie damals bei Konsolenstarts üblich, hatte Sega nie vorgehabt, die Dreamcast in allen Märkten gleichzeitig zu veröffentlichen. Stattdessen mussten Sega-Fans in den Vereinigten Staaten 10 Monate warten, um endlich Hand anzulegen. Der US-Launch wurde von Sega of America auf den 9. September 99, also den 9.9.99 festgelegt, das vielleicht berühmteste Konsolen-Launch-Datum aller Zeiten. Shuichiro Irimajiri argumentierte den verspäteten Release in den USA damit, dass man den US-Staat mit einer größeren Auswahl an Spielen unterstützen wollte. Waren in Japan nur 4 Launch-Spiele erschienen, sollten es in den USA 19 Games werden. Bis dahin hielt man sich aber mit großen Berichterstattungen bedeckt, was auf die bescheidenen Verkaufszahlen im Land der aufgehenden Sonne zurückzuführen war. Westlichen Entwicklern wurden Berichten zufolge nach erste Dreamcast-Dev-Kits erst im Februar 99 zur Verfügung gestellt, was natürlich für zusätzliche Unruhe sorgte. Für ordentlich Hype sorgte Sega auf der E3 99, die im Mai des Jahres in Los Angeles stattfand. Dort war Sega of America mit haufenweise Spielen präsent, die zum Launch der Konsole und in den darauffolgenden Monaten erscheinen sollten. Titel wie Metropolis, Street Racer, Sonic Adventure, Crazy Taxi und viele, viele andere sorgten dafür, dass Sega-Fans den 9. September nicht mehr abwarten konnten. Sega machte sich den Hype zunutze und startete im Sommer die It's Thinking Werbekampagne, die bis zum Launch der Konsole im Fernsehprogramm ausgestrahlt wurde. Dreamcast-Vorbestellungen betrugen in den USA stolze 200.000 bis 250.000 und beliefen sich damit auf das Doppelte bis Dreifache der Vorbestellungen beim Launch der ersten PlayStation im Jahr 1995. Sega nutzte die starken Zahlen und sprach bei der Dreamcast von der am meisten erwarteten Videospielkonsole in der Geschichte. Die fast einjährige Verzögerung der Konsole im Westen brachte auch einige Vorteile mit sich. Spiele wie Blue Stinger oder Sonic Adventure wurden für den westlichen Release verbessert und kleinere Bugs wurden ausgemerzt, während andere Titel wie das in Japan gefloppte Godzilla Generations überhaupt nicht in den USA veröffentlicht wurde. Unter den 19 Star-Titeln waren viele Hochkaräter dabei, wie zum Beispiel Sonic Adventure, Power Stone, Soul Calibur oder Hydro Thunder. Aber auch NFL 2K, Segas eigenes Sportspiel, heimste sehr gute Wertungen ein und zeigte deutlich, dass man auch ohne die Sportspiele von EA zurechtkam. Kurz vor dem Launch sorgte jedoch eine Meldung für fragende Gesichter, als bekannt wurde, dass sich Sega of America von CEO Bernie Stolar trennen würde. Stolar war damals auf Tom Kalinske gefolgt und hatte maßgeblich zum Start der Sega Dreamcast beigetragen. Diverse Meinungsverschiedenheiten sorgten dann aber dafür, dass Stolar das Unternehmen gut einen Monat vor dem Launch der Dreamcast verließ. Peter Moore, der selbst von Stolar bei Sega of America eingestellt wurde und ursprünglich von Electronic Arts zu Sega kam, rutschte nach Stolars Abgang auf den Posten des CEO von Sega of America nach und sollte das Unternehmen maßgeblich beeinflussen. Dem eigentlichen Start der Konsole schadete der Abgang Stolars aber glücklicherweise nicht. Sega verzeichnete mit der Dreamcast-Konsole und den 19 starken Launch-Games einen riesen Erfolg. Alle Toys R Us-Filialen waren bis 13 Uhr ausverkauft. 514.000 Konsolen verkaufte Sega in den ersten 2 Wochen, davon fast 400.000 alleine in den ersten 4 Tagen. Über 1 Million Konsolen wurden in Nordamerika in etwa mehr als 2,5 Monaten verkauft, was bedeutete, dass die Dreamcast die bis dato am schnellsten verkaufte Videospielkonsole aller Zeiten in Amerika war. In der Regel nahmen sich Käufer zudem 3 Spiele mit, was ein herausragendes Verhältnis von 3:1 war und Sega den Erfolg brachte, den man sich bereits in Japan erhofft hatte. Die großartigen Verkaufszahlen veranlassten Sega dazu, ihre Verkaufsprognose für die USA anzupassen. Bernie Stolar hatte sich ursprünglich ein Ziel von 1,5 Millionen Einheiten für den 31. März 2000 gesetzt, dem Ende des Geschäftsjahres. Dieses Ziel wurde auf den 31. Dezember 99 vorverlegt und ein neues Ziel von 2 Millionen wurde für den 31. März gesetzt. Und tatsächlich, bis zum 31. März 2000 und damit dem Ende des Geschäftsjahres konnte Sega rund 2,5 Millionen Dreamcasts absetzen und mit rund 14 Millionen verkauften Spielen glänzen. Innerhalb von 5 Monaten nach dem Launch hielt Sega ungefähr 20% des US-Videospielmarkts und befand sich damit auf bestem Wege zu alter Stärke.
Nicht ganz so erfolgreich, aber dennoch ganz ordentlich lief der Europa-Launch der Konsole ab, als Sega die Dreamcast bei uns am 14. Oktober 99 in den Handel brachte. Mit 10 Spielen im Gepäck, darunter Titel wie Sonic Adventure, Sega Rally 2 und Virtua Fighter 3TB, konnte Sega in Großbritannien den meisten Erfolg erzielen. Was Deutschland anging, so prognostizierte Sega auf Europe Verkaufszahlen zwischen 80 bis 100.000, aber die deutschen Endverbraucher waren da leider nicht so gewillt, Geld in Segas neues System zu investieren. Gerade einmal 40.000 Konsolen gingen in den ersten Wochen über die Ladentheke. Ob es am relativ hohen Verkaufspreis von 199 D-Mark, dem überschaubaren Spieleangebot oder Segas schlechtem Image nach dem Saturn-Desaster lag, können wir heute nur noch spekulieren. In anderen europäischen Ländern waren Sega-Fans aber kauffreudiger, sodass bis Ende 99 stolze 500.000 verkaufte Exemplare von Sega of Europe gemeldet wurden. Alles in allem war das Jahr 99 ein sehr erfolgreiches für Sega. Zwar strauchelte die Dreamcast in Japan, aber im Westen hatte es für Sega nicht besser laufen können. Eine leistungsstarke Konsole, gutes Marketing, Online-Möglichkeiten und ein starkes Spiele-Line-Up sorgten für außerordentlich gute Absatzzahlen, sodass Sega das Geschäftsjahr 99 im März 2000 mit positiver Stimmung abschließen konnte. Im März startete aber auch die heiß erwartete PlayStation 2 in Japan und läutete damit auch den Anfang vom Ende der Dreamcast und auch Segas als Konsolenhersteller ein. Am 4. März 2000 veröffentlichte Sony die PlayStation 2 in Japan, was einem Dolchstoß gleichkam. Verkaufszahlen der Dreamcast brachen fast augenblicklich ein. Neben der starken Marketingoffensive, die Sony bereits Ende 99 gestartet hatte, war der Kaufgrund für viele der eingebaute DVD-Player. Damals kosteten DVD-Player sehr viel Geld und es war günstiger, sich mit der PlayStation 2 ein System anzuschaffen, das Konsole und DVD-Player vereinte. In Japan startete zur gleichen Zeit ein regelrechter DVD-Boom. Überall wurden DVD-Filme zum Kauf angeboten. Videotheken und Händler nutzten Sonys PS2, um Filme vorzuführen, was natürlich auch fernab von Videospielläden für ordentlich Publicity sorgte. Der Launch der PlayStation 2 drosselte die Dreamcast-Verkäufe aber nicht nur in Japan, sondern weltweit, weil Kunden im Westen in froher Erwartung waren und ihr Geld für die PlayStation 2 aufsparten. Im August 2000 begannen Gerüchte in den USA zu kursieren, dass Händler wie Walmart die Dreamcast nicht mehr auf Lager halten würden, weil Platz für die bevorstehende Einführung der PlayStation 2 benötigt wurde. Als die PS2 im Oktober in den USA startete, war sie deutlich teurer als die Dreamcast und bot auch die deutlich schwächeren Spiele. Dennoch brach sie alle Rekorde. Sega reagierte zwar bereits Ende August auf den bevorstehenden Launch der Konkurrenzkonsole, indem sie den Preis der Dreamcast auf $149,99 senkten, außer einer kurzen Umsatzsteigerung brachte die Maßnahme aber leider recht wenig. Leicht wollte es Sega Sony aber dennoch nicht machen. Bis März 2001 wollte man 4,5 bis 5 Millionen verkaufte Dreamcast-Konsolen erreichen und Sony so die Stirn bieten. Die genannte Anzahl verkaufter Dreamcast-Konsolen war aber nicht einfach so aus der Luft gegriffen. Sega brauchte laut Peter Moore 5 Millionen verkaufte Systeme, um den Break-Even-Point zu erreichen, also die Dreamcast endlich rentabel zu machen. Lieferprobleme, die Sony während des Weihnachtsgeschäfts 2000 plagten, spielten Sega dabei in die Karten. PS2-Konsolen waren rar und wurden teilweise auf diversen Auktionsseiten für bis zu $800 angeboten, weshalb Sega sich genau diesen Umstand zunutze machte. Man wollte unzufriedene Verbraucher bedienen, die sich alternativ für die günstigere Dreamcast entschieden. Bis Dezember 2000 verkaufte Sega aber dennoch nur 463.000 Einheiten und rutschte damit auf einen Marktanteil von nur 15%, während Sony Ende 2000 stolze 47% Marktanteil mit ihren beiden Systemen verzeichnen konnte. In Europa sah die Lage leider nicht viel anders aus. Bis zum 31. März 2000 wurden europaweit 1,4 Millionen Konsolen und rund 3,9 Millionen Spiele verkauft. Sega hatte erhebliche Schwierigkeiten, Software an die Spielerschaft zu bringen. Sehr selten schaffte es ein Dreamcast-Spiel in die wöchentlichen Top 20 Verkaufscharts. Und während vor allem Segas eigene First-Party-Spiele von der Presse gefeiert wurden, entwickelte sich kein Titel zum Verkaufserfolg. Endverbraucher in Europa waren zu dem Zeitpunkt größtenteils in zwei Lager geteilt. Entweder waren sie Sony- oder Nintendo-Fanboys. Segas Saturn hatte so viel Unmut und Enttäuschung erzeugt, dass die Dreamcast mit den Folgen leben musste, die die Vorgängerkonsole verursacht hatte.
Am 8. September 2000 senkte Sega of Europe den Preis in Großbritannien als Reaktion auf die Einführung der PlayStation 2 auf 149,99 Pfund. Leider wiederholte sich aber das aus den USA bekannte Szenario. Trotz Verzögerungen, Hardwareknappheit, einem höheren Preis und einer begrenzten Auswahl an Startsoftware ging Sonys Maschine deutlich schneller und öfter über die Ladentheke europäischer Händler. In nur wenigen Wochen konnte Sony die Verkaufszahlen der Dreamcast mit der PlayStation 2 ein- und überholen. Ganz gleich, ob nun in Japan, in den USA oder in Europa, Sega war mit der Dreamcast seit dem PS2-Launch auf dem absteigenden Ast. Und das, obwohl im besagten Jahr 256 größtenteils starke Spiele veröffentlicht wurden. Darunter Hits wie Crazy Taxi, Jet Set Radio, Legacy of Kain Soul Reaver, Dead or Alive 2, Marvel vs. Capcom 2, Metropolis Street Racer, Resident Evil Code Veronica, Skies of Arcadia oder Virtual Tennis. In Japan startete zudem im Dezember 2000 mit Phantasy Star Online ein waschechtes MMORPG, das es Spielern erlaubte, online gemeinsam Quests zu bestreiten. Im Großen und Ganzen wurde 2000 zum besten Spielejahr im kurzen Leben der Dreamcast, was Fans und Besitzer der Konsole freute, aber leider nicht viel dazu beitragen konnte, weitere Käufer zu gewinnen. 2000 passierte aber noch einiges mehr, auf das ich jetzt eingehen möchte, denn die Ereignisse, die ich nun schildere, sollten maßgeblich dazu beitragen, dass sich Sega aus dem Hardware-Geschäft verabschieden würde. Im Mai des Jahres ersetzte nämlich Isao Okawa Shiochiro Irimajiri als Präsident von Sega of Japan. Hayao Nakayama, der während Segas 16-Bit-Aufstieg den Vorsitz innehatte, war ebenfalls bereits raus und Okawa fehlte das Vertrauen in Sega als Hardwarehersteller. Bereits 1999 behauptete Okawa, die Dreamcast sei Segas letzte Konsole. Okawa teilte von Anfang an die Vision von einem Sega als Drittanbieter von Software für andere Systeme und wollte diesen Werdegang im Unternehmen vorantreiben. In den letzten Monaten des Jahres 2000 begann Sega damit, Erklärungen über ihren Wunsch abzugeben, ihre Spiele auf Plattformen zu veröffentlichen, die nicht von Sega stammen, wie etwa tragbare PDAs, Handys, Bandai's WonderSwan oder Nintendos bald erscheinenden Game Boy Advance. Gerüchte über PlayStation 2 Portierungen von Crazy Taxi und Seaman kamen auf und führten auf Okawas Beförderung zurück, wurden jedoch von Sega of America auf der E3 2000 vehement dementiert, wobei Charles Belfield, damals Vizepräsident of Marketing, klarstellte, dass Sega keine Pläne habe, andere Heimkonsolen zu unterstützen. Im September wurde aber genau das auf höchster Ebene diskutiert, als sich die Führungsebene von Sega traf. Neben Okawa bekräftigten Peter Moore und eben jener Charles Belfield die Idee, aus Sega einen Third-Party-Publisher zu machen. Nur so würde das Unternehmen laut Aussage der drei Herren weiterhin in der Branche bestehen bleiben können. Bereits zuvor hatte Ex-CEO Bernie Stolar die Idee geäußert, Sega an Microsoft zu veräußern und aus dem Unternehmen ein First-Party-Studio für die Xbox zu machen. Es wurden sogar Gespräche mit Microsoft geführt, weil Sega angeboten hatte, dass Dreamcast-Spiele nativ auf der kommenden Xbox laufen sollten. All das ist jedoch von Microsoft abgelehnt worden. Und so wurde während dieses Treffens an einem Septembertag im Jahr 2000 das Schicksal der Dreamcast und der weitere Werdegang Segas besiegelt. Im hart umkämpften Markt um Spielekonsolen hat die japanische Sega offenbar die weiße Fahne gehisst. Statt seine eigene Konsole Dreamcast voranzutreiben, will Sega jetzt Software für die Konkurrenz herstellen. Das zumindest berichten japanische Nachrichtenagenturen. Es kam, wie es kommen musste. Das Jahr 2001 begann für alle Sega-Fans mit einer Hiobsbotschaft, als Sega am 31.01. die Einstellung der Dreamcast nach dem 31. März und die Umstrukturierung des Unternehmens als plattformunabhängiger Drittanbieter bekannt gab. Gleichzeitig senkte man den Preis der Dreamcast auf $99, was nur den Zweck hatte, die vollen Lager zu leeren. Diese Neuigkeit erschütterte die Gaming-Welt und kam einem Erdbeben in der Industrie gleich. Sega war einer der ganz großen Player, ein Pfeiler der gesamten Branche und auf einen Schlag brach diese Stütze weg. Nach zwei Jahrzehnten als Konsolenhersteller sollte die Dreamcast Segas letzte Heimkonsole werden, die jemals produziert wurde. Es wurden weltweit Tränen vergossen, aber die Meldung hatte auch Befürworter. Viele freuten sich darauf, Sonic und andere Sega-Charaktere auf anderen Systemen zu sehen. In den Folgemonaten sollten mehr und mehr Informationen bekannt und Exklusivdeals verkündet werden.
So erhielten alle verbliebenen Konsolenhersteller ein Stück vom Kuchen, wobei Microsoft und Nintendo die meisten exklusiven Sega-Spiele bekommen sollten. Okawa, der Sega durch diesen immensen Prozess geführt und dem Unternehmen zuvor im Sommer 99 satte 500 Millionen Dollar geliehen hatte, verstarb nur wenig später am 16. März 2001. Kurz vor seinem Tod erließ er Segas Schulden und gab seine Aktien von Sega im Wert von 695 Millionen US-Dollar zurück, um dem Unternehmen zu helfen, den Übergang zum Third-Party-Publisher finanziell zu leisten. Ohne Okawa und seine Weitsicht ist es durchaus wahrscheinlich, dass es Sega heute überhaupt nicht mehr gäbe. Wir können also alle froh sein und Okawa danken, dass er Sega vor dem finanziellen Ruin bewahrte. Segas endgültige Zahlen für die Dreamcast, veröffentlicht am Ende des Geschäftsjahres am 31. März 2001, besagten, dass zu dem Zeitpunkt 8,2 Millionen Dreamcast-Konsolen verkauft wurden. Insgesamt konnte das Unternehmen zwischen November 98 und März 2001 knapp 52 Millionen Spiele verkaufen, wobei in den Folgemonaten noch Restbestände an Konsolen und zahlreiche verkaufte Spiele dazukamen. Neue Titel erschienen nämlich noch bis ins Jahr 2007, wobei der Großteil wie bereits beim Saturn in Japan auf den Markt kam. Allein im Jahr 2001 erschienen 142 neue Spiele, darunter Crazy Taxi 2, Headhunter, Rez, Sonic Adventure oder Shenmue 2. 2002 brachte immerhin noch 48 neue Spiele hervor, während 2003 nur noch 28 Titel zählte und die Anzahl der Neuerscheinungen in den Folgejahren immer mehr abnahm. 2007 erschienen mit Karos und Trigger Heart Exilia die letzten beiden offiziell von Sega lizenzierten Spiele. An dieser Stelle möchte ich jedoch erwähnen, dass der Software-Nachschub nicht abbrach, denn Segas letzte Konsole erfreut sich bis heute einer sehr aktiven Community. Immer wieder werden unlizenzierte Dreamcast-Spiele veröffentlicht, was die Dreamcast auch 20 Jahre nach dem offiziellen Stopp am Leben hält. Rechnet man die Softwareverkäufe hinzu, die weltweit nach Segas letztem Geschäftsbericht als Konsolenhersteller im März 2001 dazukamen, belaufen sich die Gesamtverkaufszahlen der Dreamcast auf 9,13 Millionen. Was heute, über 20 Jahre nach dem offiziellen Aus der Dreamcast bleibt, ist die bereits genannte Community und eine stetig wachsende Gamerschaft, die die Konsole neu für sich entdeckt und sich dann zu Recht fragt, wieso ein geiles System so heftig floppen konnte. Und tatsächlich lädt dieses Thema bis heute zu Diskussionen ein. Die Gründe für das Scheitern der Dreamcast sind vielseitig. Natürlich spielt die PlayStation 2 eine Rolle, aber sie war es nicht im Alleingang, die den Tod der Dreamcast besiegelte. Das hat Sega über viele Jahre hinweg ganz allein geschafft. Angefangen bei den planlosen Veröffentlichungen diverser Mega Drive Add-ons, über die gefloppte Saturn-Konsole bis hin zu gravierenden Fehlentscheidungen bei der Entwicklung der Dreamcast, war überall etwas dabei, was das Aus für die Dreamcast und Segas Austritt als Konsolenhersteller absehbar machte. Das Mega CD und der 32X sorgten zusammen mit dem Saturn dafür, dass das Image Segas vor allem im Westen sehr stark gelitten hatte. Fans und Endverbraucher hatten jegliches Vertrauen in das Unternehmen verloren, was Sega natürlich auch eine Menge Geld gekostet hatte. Da reichte auch eine tolle Konsole wie die Dreamcast nicht, um das wettzumachen, was in vielen Jahren davor schiefgelaufen war. Zudem hatte man sich bei der Entwicklung in einer Sache immens verkalkuliert und den DVD-Hype unterschätzt. Hätte die Dreamcast von Anfang an ein DVD-Laufwerk geboten, wäre es vielleicht ganz anders für Sega ausgegangen. Es war zwar mal ein externes DVD-Laufwerk in Planung, aber außer einem Auftritt auf einer E3 kam dieses Projekt leider nie in den Handel. In der Hochphase der Dreamcast machte Sega mit jeder verkauften Konsole 200 Dollar Verlust. Da muss man kein Mathematiker sein, um sich auszurechnen, was das für das Unternehmen bedeutete. Wäre Isao Okawa nicht gewesen, wäre Sega wohl endgültig gegen die Wand gefahren und hätte sich Anfang der 2000er zu Unternehmen wie Acclaim oder Midway gesellen können. So tragisch der Werdegang der Dreamcast auch ist, können wir froh sein, dass Sega die Kehrtwende erfolgreich hinlegen und als Third-Party-Publisher überleben konnte. Was die Dreamcast angeht, wird sie zu Recht bis heute so hoch im Kurs gehalten. Das System läutete 98 eine gänzlich neue Konsolengeneration ein, bot Online-Gaming, als andere noch im Splitscreen gespielt haben und revolutionierte mit ihren Spielen nicht nur einmal. Kein Wunder also, dass die Konsole und ihre Games bis heute noch so hoch im Kurs gehalten werden. Auch wenn die Spiele in Masse nicht an die PlayStation 2 herankommen, so ist es die Klasse der Spielebibliothek, die hier überzeugen kann.
Mir persönlich gefällt die Dreamcast von allen Sega-Konsolen mit Abstand am besten und meine Erlebnisse mit Sonic Adventure 2, Shenmue oder Skies of Arcadia gehören zu den schönsten Erinnerungen meines Gamerlebens. Ich danke Sega dafür, dass sie es mit der Dreamcast noch einmal genau wissen wollten und so viel Vertrauen in die Konsole gesetzt haben. Es hat finanziell nicht geklappt, aber eins hat Sega mit der Dreamcast geschafft. Sie haben ein Stück Geschichte geschrieben, das unsere Herzen erobert hat und das wir nie vergessen werden. Danke, Sega. Und jetzt seid ihr dran. Ich möchte eure Erinnerungen und liebsten Gaming-Momente mit der Sega Dreamcast und ihren Spielen sehen. Schreibt mir daher in die Kommentare, was ihr mit der Konsole verbindet und wie ihr es damals aufgenommen habt, als bekannt wurde, dass Sega sich aus dem Konsolengeschäft zurückzieht. Erneut war die Entstehung dieser Doku mit sehr viel Arbeit verbunden, daher hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Sollte es so sein, freue ich mich über eure Unterstützung in Form eines Likes und eines Abos. Gerne könnt ihr das Video mit euren Freunden und anderen Dreamcast-Verrückten teilen, damit es noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich bedanke mich bei euch erneut für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Adios. Euer Andi.